Bleiben wird der Neuwagentransport. Eine Sparte im Güterverkehr, die in den letzten 25 Jahren stark gewachsen ist. Verändert haben sich die Autos, aber auch die Zugloks. Anfang der 2000er Jahre sind 140er noch selbstverständlich. Ausfahrt im Güterbahnhof Mannheim. Weiterentwickelt worden sind auch die Autotransportwagen, von denen es etliche Varianten gibt. Eine Zeit lang ist die Baureihe 140 die Zuglok Nummer 1. In allen Lackierungen fährt sie mit neuen Autos quer durch die Republik. Ende der 90er Jahre beginnt mit der Indienststellung neuer E-Loks die langsame Ablösung der guten alten E40. Zu den ersten neuen zählt die Baureihe 145. In Rothenburg an der Wümme wird 145020 ausgebremst. Die Baureihe 145 ist so wie die 140 für den leichten bis mittelschweren Güterzugdienst vorgesehen. Mit Autotransportzügen unterfordert ist die Baureihe 241. Die umgebauten Ludmillas haben eine Leistung von 4000 PS. Bis 2008 waren die Maschinen auf der Monzenroute zwischen Deutschland und Belgien unterwegs. Thank you.
Ludmillas sind im Autozugtransport oft gesehene Zugpferde. Hier bei Himmelpforten auf dem Weg nach Cuxhaven. Auf dem Weg durchs Pegnitztal ist dieser Opelzug. Geladen sind fabrikneue Corsa, die in Eisenach vom Band gelaufen sind. Das Elbtal bei Rathen, Stammstrecke der Knödelpresse. In Deutschland gehört die tschechische Konstruktion zur Baureihe 180. Im Nachbarland zu den Reihen 371, 372. Entlang der Elbe sind sie oft mit Autozügen unterwegs. In der Alpenregion gibt es etliche Autoverladungen, die im Pendelverkehr durch Eisenbahntunnel den Weg über lange Passstraßen ersparen. Es sind meist relativ kurze Strecken, die überbrückt werden. Der Fahrer und seine Mitreisenden bleiben in den Fahrzeugen. C43003 hat eben einen Zug durch den Tauerntunnel gezogen. Ankunft in Malnitz. Diese Autozugverbindung wird auch als Tauernschleuse bezeichnet. Sofort nach der Ankunft wird entladen. Die Flachwagen sind gegen mögliche Steinschläge geschützt. Auch Busse und Lkw können die Züge benutzen. Der nächste Zug nach Böckstein ist unterwegs.
Der Tunnel ist 8371 Meter lang und führt durch das Rathausbergmassiv. Seit 1906 ist er in Betrieb. Nur 11 Minuten sind die Züge unterwegs.